Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Star Manager hier bei Heisenberg Zockt. Oha, unsere Beziehung, Vorstand ist sehr schlecht und erfordert deine Aufmerksamkeit. Wir gehen mal gucken, kann man mit dem auch reden? Wir haben doch hier Kärtchen. Okay, Tackling beim Vorstand, nö. Kann man mal versuchen, aber ich glaube, das führt dann eher zu negativen Ergebnissen. Mittel beantragen möchte ich auch nicht. Der ist aber tatsächlich sehr besorgt. Aber der ist ja irgendwie... die haben doch einen an der Waffel. Von der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Von der zweiten Bundesliga in die Bundesliga. Und der Herr Vorstand ist besorgt. Können wir da irgendwas machen? Der Vorstand kann dir momentan keine weiteren... Das wollen wir gar nicht. Wir wollen hier, dass die wieder ein bisschen besser auf uns zu sprechen sind. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir Kärtchen, weil sonst wüsste ich beim besten Willen nicht, was wir hier groß machen können. Ja, Trikot bearbeiten, Name bearbeiten. Nein, das ist nicht, was ich möchte. Okay, naja gut. Zurück zum Team. Wir brauchen dringend bessere Verteidiger. Ich glaube, da sind wir uns mal definitiv einig. Weil es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn ein gegnerischer Angriff kommt, dass es kachelt. Das kann aber nicht sein. Der arme Torwart, ich habe ihn kritisiert. Aber eben, wenn natürlich vorne, ja, Dan und Viehweg mit gerade mal 43, 42 Punkten stehen und von vorne kommen zwei Goldige mit meinetwegen 70, 80 Punkten. Ja, dann ist Calwell natürlich leicht überfordert, sagen wir es mal so. Gut, was haben wir denn an Geld? Okay, so viel zum Thema. Wir brauchen eine bessere Verteidigung. Wir müssten mal gucken. Ja gut, die geben halt schon 34.000 gäbe der und der Viehweg nochmal 22, dann sind wir bei 100.000. Dafür kriegen wir keine silbrigen Verteidiger. Wir haben natürlich hier noch den 4 März, der kommt dann eh rein. Gut, und ein Angebot haben wir. Wir gucken mal. Der Vorsitzende von K. Offen. Von was? Karlsruhe Offenheim? Nee, ist ja egal. 690 für Dürr. Wer zum Henker ist Dürr? Ah, ein Neuprofi von uns. Okay, den haben wir bekommen. Ja, aber 690? Was sollen wir denn mit 690? Das sind keine Beträge, die wir brauchen können. Und das ist doch immerhin... Ja, einer, ja, nicht gerade zielbrig, aber der hat ein Potenzial, da ganz nah ranzukommen. Also, nein, verkaufen wir nicht. Nicht für den Batzen, das bringt überhaupt nichts. Besser den mal spielen lassen. Und den, ja, den Wert dann entsprechend steigern. Das Problem ist halt, den spielen lassen mit 33 Punkten. Ja, wird schwierig, weil wir haben natürlich keine Spiele, wo wir jetzt so überlegen sind, um zu sagen, den nehmen wir rein. Und wir haben auch keine, wo wir sagen, da haben wir sowieso verloren. Dann nehmen wir den jetzt rein. Wir könnten ihn natürlich ja, einfach einwechseln mal irgendwann. Gut, wir haben eh schon das Spiel. Und wen haben wir? Dortmund. Ach du grüne Neune. Okay, die sind wahrscheinlich weit oben. Okay, das wäre dann doch ein Spiel, wo man je nachdem ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ja, wir gucken mal. Also Spiel Real Heise gegen Dortmund, das klingt natürlich... Ja, einfach nur gut, aber auf der anderen Seite, das klingt auch nach, wir sind leicht auf dem verlorenen Posten. Wir können ja mal was machen, was wir eigentlich sonst nicht machen, nämlich mal gucken. Okay, das Schlechteste ist er hier, der Graves, weil er nur silbrig hat mit 73. Boah, come on, hey, das sind ja alles Goldspieler. Die haben sogar noch Goldspieler in der Reserve, hier. Reserve, nicht mal Ersatzspieler, den nehmen sie gar nicht mit, den Kollegen. Und sonst, ja eben, einfach alles silbrig, also, ja, nee, da müssen wir eigentlich gar nicht antreten. Oder wir testen mal was, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Wir haben hier ein 4-4-2, jetzt möchte ich mal schnell gucken, wenn wir hier mauern. Können wir mauern? Wir können eigentlich gar nicht mauern, das hier ist so ein komisches 5-3-2 mit Außenverteidigern. 4-4-4-4-4-4. Ich würde mal die Mauertaktik angehen. Okay, würde eigentlich klappen. Dann haben wir hier aber einen Mittelfeldspieler, der blinkt. Und hier einen Verteidiger rechts zentral, der blinkt. Und ich hier hinmachen. Dann blinkst du schon mal nicht mehr. Wir machen mal den Assistentenvorschlag. Okay, es würde eigentlich von den Spielern her funktionieren. Dann hätten wir ihn hier. Wir haben hier noch den Herrn Viehmerz. Da haben wir nämlich noch eine Karte. Und Dribbling haben wir ja auch noch. Moment. Erst wird er gepusht. So, dann gehen wir hier wieder raus. Machen nochmal Assistentenvorschlag. Dann haben wir den nämlich auch drin. Jetzt haben wir hier in der zentralen Verteidigung immerhin zwei Silbrige. Hier außen, das ist verbesserungswürdig. Haben wir sonst noch einen, den wir brauchen, der irgendwie ein bisschen außer Puste ist? Iglesias, Verteidigung links. Den würde ich eigentlich gerne da hinten haben. Wir machen den mal dahin.
Okay. Geht nicht. Warum geht das nicht? Bist du verletzt oder hast du sonst irgendwie was? Moment. Nochmal. Zack. Jetzt hat's geklappt. Okay. Na, das sieht doch schon ein bisschen anders aus. Haben wir Verteidigung rechts vielleicht noch irgendwie einen, den wir mitnehmen müssten? Mittelfeld links zentral. Ja. Nee, hier können wir wobei McNeven. Ja, doch, der ist ein bisschen stärker noch. Klepak und Kastner haben wir hier noch. Dann haben wir hier Verteidigung links, rechts, zentral. Das ist okay. Mittelfeld links, rechts. Mittelfeld rechts. Dann haben wir keinen Zentralen. Dann würde ich den Imhof mitnehmen. Weil wir haben in dem Sinn kein Mittelfeld links, rechts. Wir haben hier ja die Verteidiger. Und im Sturm vorn Eisenhower und Egner. Dann haben wir hier Winter und Gegenbauer. Ich würde mit denen tatsächlich anfangen. Gut, jetzt müssen wir aber schauen. Ich möchte den Kollegen hier noch mitnehmen. Welcher war es denn gleich nochmal? Wo ist er denn? Der Kollege, der gerade noch ein Angebot bekommen hat. Hier ist er nicht. Der spielt ja wahrscheinlich nicht. Nee, der spielt nicht. War das Schmauser? Nein. War es Trech? Ich glaube, Trech war es. Wie alt bist du? Alter 16. Wow, das ist der Hammer. Okay, was hast du für ein Potenzial? 41. Das reicht einfach für die Bundesliga halt nicht. Der hier war es, der hat das der hat sogar Silberstatus bzw. Potenzial. Warum finde ich denn jetzt den einen Spieler nicht mehr? Der war doch im Mittelfeld. Hier, Dörr war es, genau. Alter 18, neu Profi. Sollen wir den mal mitnehmen? Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Also Dörr, Mittelfeld rechts, Stadt. Ja, ist halt nicht ideal. Nee, wisst ihr was, wir spielen so, wie wir es jetzt haben. Jetzt bin ich gespannt, ob das was bringt. Den lassen wir hier mal mit der Energie so. Das können wir später noch regulieren. Ja, ich bin gespannt. Okay, wir gucken mal. Bestätigen. Also eigentlich, wir haben keine Chance. Nicht mal einen Hauch einer Chance gegen lauter Goldige. Aber mein Gott, das ist Fußball. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir geben Vollgas, machen hier einen auf Konter und hoffen, dass wir nicht gerade überrannt werden. Verteidigung, oder wisst ihr was? Wir machen das mal ganz vorsichtig. So, wir werden jetzt wahrscheinlich recht selten in den Angriff kommen, aber darum geht's auch nicht. Oh, wir haben einen Angriff. Guck mal. Schön, die Trikots. Oh, zu hinterst starten wir. So, die typischen Dortmunder Trikots. Boah, da sieht man schon. Boah, die sind so schnell. Wir versuchen das mal nochmal. Okay, nur sichere Pässe spielen. Oh, das war schon relativ mutig. Okay. Dann hier hin. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt ein bisschen laufen. Oh, die sind doppelt so schnell, die Leute. So, mal in die Richtung. Okay, dann gerne. Nicht so Sachen machen. Wieder zurück. Wow, und schon wird mal umgegrätscht. Wow, aber wir haben ihn wieder. Sehr gut. Und jetzt? Ja, wieder zurück. So, den Ball haben wir noch. Solange wir den Ball haben, schießen die keine Tore. Das ist eine alte Weisheit. Machen das mal so. Oh, jetzt. Okay, puh. Aber ich weiß nicht, bilde ich mir das nur ein oder die sind einfach wirklich sackstark? Anders kann man es gar nicht sagen. Die sind so schnell beim Ball. Da hinten. Kaum den Ball angenommen. Umgegrätscht worden. Also man merkt schon, dass das nicht irgendwie eine D-Junioren-Mannschaft ist. So, jetzt hören wir mal auf den Flügel. Bringt uns nur nichts. Ich laufe mal ein bisschen, gucke. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, da sind wir wieder zu langsam. Oh, okay, das war's. Naja, gut. 0-0 am Schluss. Ich würde Danke sagen. Das wird aber relativ schwierig, habe ich das Gefühl. Oh, aber guck mal, wir sind die Einzigen, die bis jetzt Chancen haben. Und zwar gleich mal deren zwei. Soll ich hier mal schießen? Ich versuch's mal. Jetzt steht der da tatsächlich im Weg. Können wir vergessen. Hier ist ein Knie im Weg, hier ist der Torwart. Ich komme an dem nicht vorbei. Ich würde gerne nochmal über den Flügel gehen. Und zwar hier. Oh, oh. Aber das klappt, okay. Und jetzt vielleicht irgendwie eine Flanke rein? Nee, das bringt überhaupt nichts. Hier ist wie vernagelt. Oh, und dann wieder so ein Käse. Oh, es ist, glaube ich, mit den Spielern aber nicht zu machen. Wir sind so viel schwächer. Aber guck mal, bis jetzt, das klappt eigentlich relativ gut. Es steht 0-0. Dafür sage ich schon mal Danke. Wir haben noch eine Kabinenansprache. Ich möchte die aber nicht unbedingt jetzt hier verbraten. Sondern wir verbraten dann doch lieber die Karte für Iglesias.
Weil wir haben noch wichtigere Spiele. Wenn wir hier verlieren, wir haben hier nichts zu verlieren. Das ist der Spitzenreiter, das ist Dortmund. Ich würde das tatsächlich so lassen. Man könnte höchstens gucken. Aber irgendwie vielleicht noch wechseln. Ja, die Silbrigen, die können wir halt in dem Sinn nicht wechseln. Vielleicht Eisenhower für Winter. Er ist ja ein guter Joker, hieß es. Ich würde Eisenhower nachher kurz bringen. Gut, wir machen mal weiter. Ich gehe hier schon mal auf den Taktikbutton. Wow, okay, 60 Minuten 0-0. Aber das riecht danach, dass sie dann irgendwie eine Minute vor Schluss den Sack zumachen. Und dann haben wir verloren. Gut, wir wechseln. Ich hoffe, wir wechseln Qualität ein. Okay, 70. Minute. Hui. Ja, aber schau an. Oh, oh, oh. Wir haben den Ball nochmal. Ich wollte gerade sagen, es scheint zu funktionieren. Also wenn wir mauern mit diesem System, dann haben wir durchaus eine reelle Chance gegen diese Goldjungs hier. Das ist ja das ist definitiv interessant. Gut, wir machen mal. Wir haben ja noch eine Chance. Schöner Pass. Und jetzt? Vielleicht ein paar Meter laufen, um zu gucken, was passiert. Du kommst uns bitte ein bisschen entgegen. Doch, hat geklappt. Lauf auch mal. Wechsel die Seite. Lauf ebenfalls. Ja, wir kommen halt nicht an denen vorbei. Das funktioniert nicht. Aber ich könnte jetzt mal gucken. Nee, das geht auch nicht. Ich muss nochmal zurück mit dem Ball. Und jetzt vielleicht mal. Ich versuche mal eine Flanke reinzuhauen. Weil, ja, irgendwie müssen wir da mal in die Mitte reinkommen. Das klappt sogar. Und jetzt vielleicht ein Fallrückzieher. Hau den rein. Ah, dem an die Brust. Wir haben den Ball aber wieder. Oder noch. Nicht wieder. Sauber, über außen. Also ich würde sagen, dafür, dass wir so dermaßen unterlegen sind, was das Spielermaterial angeht. Also dafür sind wir eigentlich relativ gut unterwegs. Jetzt müsste der halt mal irgendwie hier ein bisschen ins Zentrum. Ja, der wird uns gleich wegrätschen. Ja, das klappt aber. Lauf du mal hier hin. Ich laufe mal nochmal ein bisschen. Okay. Jetzt spielen wir in dir. Wieder zurück. So, ja, er ist halt immer noch zu weit weg. Dem in die Füße spielen wird auch nicht viel bringen. Der ist gedeckt. Ich versuch's mal. Ich hab's kaum sehen, dass das nicht klappt. Aber ja, wir haben den Ball nochmal. Sauber, sauber, sauber. So, können hier wieder aufbauen über außen. Jetzt läufst du mal. Okay, du läufst mal hier hin und du läufst mal straight ahead dahin. Okay. Nein, hat nicht geklappt. Kann ich nochmal? Nee, kann ich nicht. Ah, schade. Okay, aber das 0-0 halten wir jetzt. Wow. 0-0 gegen den Spitzenreiter. Wow, ich bin überzeugt von dieser neuen Taktik. Guck mal, die sind aber wirklich alle reif fürs Sauerstoffzelt. Aber das ist ja sensationell. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir hier gemauert haben. Ist zwar natürlich für den Fan nicht schön. Okay, Edinger wird nicht länger als Anfänger betrachtet. Zu viele Spieler, okay, sind bekümmert. Wir waren ziemlich sicher im Ballbesitz. Fortfahren. Ah ja, langweiliger Real Heisi. Bla 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 bla. Die andere schon wieder. Gut, wir bleiben, wo wir sind, mit 19 Punkten. Die haben hier aber auch ja, teilweise unentschieden, teilweise verloren. Okay, ist Dortmund noch Erster? Nein, jetzt wurden sie von Schalke überholt, die hier eine glatte Serie hinlegen. Gut, das ist aber nicht unser Problem, das ist das Problem von Dortmund. Wir fahren mal fort. Ist das jetzt hier nochmal ein Prozent runtergegangen? Wir werden gleich entlassen. Gibt's doch nicht. Ein Punkt gegen den Tabellenführer mit lauter, sagen wir halt, Nationalspielern. Und wir als Kreisliga-Club mit irgendwie 6000er Stadion. Das ist halt schade, dass das irgendwie nicht ein bisschen realistischer ist. Wir brauchen für den Moment die Karten, also die Dosen. Gut, dann haben wir ein Interview und hier haben wir Post. Der Nachwuchstrainer. Der ist halt hier bei 49, also den möchte ich eigentlich schon nicht irgendwie loswerden. Von daher, wir erneuern mal den Vertrag. Okay. Dann kommt hier wieder die 2. Wir stimmen zu. Dankeschön. Und jetzt möchte ich eigentlich diese Tackling-Karte noch hier loswerden. Und zwar, wir gucken mal, wer die gebrauchen kann. Ja, schade. Die ganzen Starken können damit eigentlich nichts anfangen. Da Kunja könnten wir auf 35 bringen. Oder kriegen wir hier irgendeinen auf Silber? Oh, guck mal hier, Schmauser. Den brauchen wir natürlich gerade nicht. Den könnten wir skillen. Wobei, in den Kommentaren stand,
Gibt diese Karten nicht irgendwelchen Spielern, die nicht mal auf Silber kommen? Vom Potenzial her, da habt ihr natürlich absolut recht. Das bringt eigentlich nichts. Den Schmauser müsste man tatsächlich doch verkaufen. Aber wenn er halt nur 600 oder irgendwas bekommen, dann bringt das nichts. Gut, McNeeman. Ja, eben, die Silbrigen. Haben wir irgendwo einen Silbrigen, der mit der Karte was anfangen kann? Ich muss hier mal ganz nach hinten, damit ich wirklich alle sehe. Auch Eisenhower kann damit nichts anfangen. Klepak und die sind halt auch zu schwach, tut mir leid. Winter, der käme dann auf 42. Ich gebe die ihm. Zack, okay, klar. Da ist natürlich die Energie im Eimer, das wissen wir. Gut, haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen müssen? Ja, wir sollten mal kurz gucken. Wegen der Zufriedenheit. Da hieß es, dass viele unzufrieden sind. Okay, Herzog ist klar. Der spielt nie. Egner das gleiche. Weiß. Was hat der für eine Stärke? Sieht man das hier irgendwo? Ach ja, hier vorne. 34. Ich glaube, der spielt schon ab und an. Starteinsätze 13. Wow, okay. Den haben wir öfters mal dabei. Mit dem würde ich mal gerne reden. Und zwar über... Mit dem Vertrag ist er auch nicht so glücklich. Die Entwicklung, ich würde sagen, über die Mannschaftsform. Okay, dann ist er immerhin auf 37. Gut. Jetzt haben wir das aber eigentlich schon durch, leider, weil wir haben keine Karten mehr. Und mit den anderen können wir nicht reden, weil sie einfach zu wenig zufrieden sind. Hier, das ist aber eigentlich auch egal. Das sind alles Leute, die spielen relativ selten. Ich würde sagen, wir verkaufen mal nochmal den einen oder anderen. Das wäre vielleicht eine Idee. Team. Wir machen... Ne, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Jetzt kommt erstmal ein Interview dran. Sie haben eindeutig unzufriedene Spieler in der Mannschaft. Übernehmen Sie die Verantwortung dafür? Wenn wir Nein sagen, geht es, glaube ich, bei der Presse rauf, aber beim Vorstand runter. Und genau der Vorstand, das sind eigentlich die, welche wir eigentlich nicht jetzt noch mehr verärgern sollten. So, beziehungsweise bei den Fans geht es rauf. Also die Fans sind eh zufrieden, die Presse, die hasst uns. Und der Vorstand liebt uns leider auch nicht mehr. Angebot. Ich bin der Vorsitzende von Meppen und würde gern Dan für 38.000. Wir prüfen. Dan hat auch so ein bisschen Multitalent. Oh, und guck mal, der hat natürlich Potenzial, der Kollege. Nee, nicht für das Geld. Machen wir nicht. Okay, dann haben wir das Spiel. Wir schauen. Gegen die Hertha. Die Hertha haben wir hinter uns. Sehe ich das richtig? Oh, die sind hier unten. Okay, also ein wichtiges Spiel. Ganz klar. Da werden wir jetzt aber nicht mauern. Das wäre, glaube ich, fatal falsch. Aufstellung. Wir hatten... das hier hatten wir, genau. Assistentenvorschlag. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht mit zwei Stürmern. Man könnte natürlich auch mal was anderes noch testen. Aber irgendwie, ich bin kein Fan von solch dünnen Mittelfeldern. Weil, es ist halt das Mittelfeld bestimmt, wo der Ball hingeht. Also geht der Richtung Sturm von uns oder hat der Gegner den Ball und ist stärker im Mittelfeld, dann geht es natürlich in unsere Richtung. Deswegen, ich habe gerne mindestens vier Leute hier. Okay, jetzt müssen wir aber gucken, welche. Haben wir hier noch irgendwie einen Silbrigen, der irgendwie vielleicht nicht ganz in Form ist? Ja, den Hegeler. Das ist ein Eigengewächs, beziehungsweise... Den haben wir vielleicht mal gekauft, aber der stammt ja von uns, den haben wir nicht als silbrigen Spieler gekauft. Das wollte ich ja nicht damit sagen. Okay, McNeeman wäre drin. Ja, es ist wie gesagt ein wichtiges Spiel. Dann machen wir das so, dass der hier reinkommt. McNeeman geht aber für Kollege Lippert hier rauf. Wir haben ja eigentlich noch Karten. Also Kisten, Dosen. Ich mit meinen Kartenkisten Dosen. Damit wir hier noch was machen könnten. Okay, das lassen wir mal. Caldwell ist da auch drin. Ja, das passt eigentlich soweit. Hier der Eisenhower ist wieder fit. Und hier im Mittelfeld ist ein bisschen nicht so ideal. Da hätten wir eben McNeeman, das lassen wir. Haben wir jetzt irgendwie noch einen starken hier unten? Nein, aber wir haben zu viele Spieler. Wir müssen mal gucken. Kriegen wir vielleicht für Kassner irgendwie was? 230, das ist halt kein Geld. Zufriedenheit 18. Wir verkaufen den trotzdem. So, mal gucken, was wir kriegen. Geht weniger ums Geld, es geht mehr darum, dass uns natürlich eben diese unzufriedenen Spieler alle irgendwie, die ziehen den Verein runter, die ziehen die anderen Spieler runter. Das muss natürlich nicht sein. Nehmen wir an, weil ob er jetzt 2,30, 2,60 oder 4,60 bekommt, das ist egal. So, der ist verkauft.
Dann schauen wir hier nochmal schnell. Ja, der war sowieso nicht zufrieden. Kann ich jetzt hier mal? Dankeschön. Mittelfeld rechts haben wir immer noch zu viele Leute. Der hat Wert 670. Der immerhin 14.000. Ja, Teileinsätze. Dann verkaufen wir den auch noch. Mittelfeld rechts, Herr Hämmerle. Okay, Alter 20 ist relativ jung, ist klar. Aber, ja, wobei der wäre zufrieden. Das ist ja wieder typisch. Die, welche viel Wert haben, die sind zufrieden. Die Unzufriedenen, für die kriegen wir nichts. Hier, 0. Mittelfeld links, rechts, Lippert würde ich lassen. Aber okay, dann wir verkaufen den trotzdem. Das gibt ein bisschen Geld. So viel haben wir eh nicht. Aktion. Spielerauktion Start. Mal gucken, was wir bekommen. Ob wir zuschlagen oder nicht. Ja, 8.000. Nein. Ist mir zu wenig. Also 14.000 wert. Ja, das können wir machen. Jetzt haben sie es gerade zurückgezogen. Okay, geht nicht. Nee, kündigen werde ich ihm sicherlich nicht. Wir fahren fort, da geht die Zufriedenheit runter, weil keiner wird gerne verkauft. Der Wert ist auch gleich gesunken. Okay, tut mir leid, Herr Hämmerle. Ein Versuch war es wert. Gut, jetzt sehe ich gerade, wir sind eigentlich schon relativ weit unterwegs in der Zeit. Aber ich würde sagen, das nächste Spiel, das gehen wir trotzdem noch an. So, gegen die Hertha. Ein wichtiges Spiel, ich sag's gern nochmal. Ich lasse die hier mal von wegen Energie. Ja, bestätigen und spielen in Berlin. Volle Power und los geht der Spaß. Und wir haben den Ball. Jetzt müssen wir halt mal wieder ein Tor schießen. Das wäre eigentlich schon gut. Aber das hier ist nicht Borussia Dortmund. Von daher sollte das eigentlich sogar klappen, dass wir eins schießen. Ja, fängt ja schon gut an. Okay, wir haben noch den neuen Versuch. Wohin läuft er denn noch? Wenn ich gewusst hätte, dass der so lang läuft, dann hätte ich da noch was machen können. So, aber das ist natürlich eh. Ein Fußballer rennt, auch wenn er glaubt, dass er den Ball nicht mehr bekommt. Das zeichnet eigentlich einen guten Fußballer aus. Oh, come on. Ach, wie doof. Ja, labern, labern, labern. Ärgerlich. Hätte ich mal ein bisschen besser aufgepasst. Okay, Witting mit einer Karte. Und wir haben den Ball nochmal. Jetzt vielleicht dann doch mal nochmal ein Tor schießen. Doch mal nochmal, genau. Es könnte nicht schaden. Oh, das war halt auch wieder ein schlechter Ball. Oh. Okay, der hat ihn. Du gehst nach da. So, dann haben wir dich nämlich auf dem Flügel draußen. Läufst mal noch ein, zwei Meter. Okay. Legst ihn zurück. Und ihr ahnt es. Genau, ihr kommt zu unserem bewährten Mittel. Einmal eine Flanke. Jawohl, und das müsste eigentlich reichen, dass wir den reinkriegen. Jawohl, 1-0. Ach, ein schönes Gefühl, mal wieder ein Tor zu schießen. Aber eben, dieses 0-0 gegen Dortmund, das war eigentlich ein gefühlter Sieg. Ganz klar, gegen den Tabellenersten. Oh, Eisenhower war es. Sehr schön. Und wir führen zur Pause hin. Und haben hier zwei Angeschlagene. Ich werde jetzt, die Kabinensprache nehme ich nicht. Ich werde, die sind halt beide fast ähnlich angeschlagen. Ich nehme mal den Hegeler. Lasse den Schubert. Und würde dann eher wechseln vielleicht, dass wir hier den McNeeman reinbringen, wenn der dann völlig außer Puste ist. Wir setzen fort. Und jetzt wäre es schön, wenn wir das halten können. Jetzt könnte man natürlich noch mal ein bisschen mauern. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir hier noch kommen. Oh, das war ja... Ah, oh, come on. Ah, wie doof. Das ist so fahrlässig. Oh, Weiß muss versorgt werden. So fahrlässig Chancen verdatteln. Das ist halt schon, das ist Gift. Das ist natürlich schlecht. Der hat sich jetzt verletzt. Wir brauchen einen Verteidiger rechts. Ja, haben wir genau nicht. Hier, Iglesias muss wechseln. Einmal rüber. Und dann brauchen wir einen linken. Und den haben wir mit Acuña. Passt. Ah, ärgerlich. Gegenbauer ist auch relativ müde. Wir hätten Klepak oder Egner dabei. Weil Winter dermaßen außer Puste war. Wir machen mal weiter. Ah, ärgerlich. Okay, aber es ist natürlich 0-1. Es steht 0-1 für uns. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt völlig schlecht unterwegs wären. Du läufst hier hin, du läufst dahin. Und wir laufen hier auch noch ein bisschen. Okay. Sauber, du läufst. Du wirst hier gleich attackiert, so wie es aussieht. Wir laufen mal hier außen rum. Wechseln die Richtung, damit wir flanken können. Einmal Flanke. Und gerne nochmal so ein Kopfball. Oh, das müsste tatsächlich nochmal klappen. Zack. Jawohl, okay, sauber. Dann haben wir das. Dann würde ich jetzt aber tatsächlich den anderen
Mittelfeldspieler noch einwechseln, wenn wir den noch haben. Schmauser war es nicht. Haben wir den gar nicht mitgenommen? Arg. Ne, den haben wir irgendwie nicht mitgenommen. Wir könnten Schmauser mal Mittelfeld links für Imhof. Wir können noch zwei einwechseln und das würde ich nämlich jetzt auch machen. Die lassen wir hier, aber dann kommt tatsächlich Egner mal nochmal zum Handkuss für Kollege Gegenbauer. Fortsetzen. So, haben wir alles gemacht. Ah, jetzt kommen sie. Ich gehe hier mal auf Verteidigung. Iglesias hat geblockt. Das hat tatsächlich wirklich... Oh, oh. Oh, oh. Ei, sehr schön. Unser Torwart hat zugeschlagen. Und wir haben tatsächlich nochmal den Ball. Das hat... Wie soll ich sagen? Das hätte ich nicht erwartet. Aber das hat einen relativ großen Einfluss. Wenn man da auf Verteidigen spielt. Okay, das hat nicht geklappt. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Und das ist natürlich schon relativ angenehm. So, lauf mal. Ah, eigentlich hat er noch bekommen. Naja, macht ja nichts. Wir führen 2-0. Das müsste in trockenen Tüchern sein. Und das ist es auch. Sauber. Spielende. Na, lahme Hertha verliert und bla bla bla. Eisenhower, bester Spieler. Gut. 5 Begegnungen für Weiß. Okay, da haben wir noch ein Vorstandsziel erreicht. Und die Fans sind auch zufrieden. Okay, dass sie ausgelassen wurden. Ja, ja, okay. Ich sag nochmal, der Einsatz, der führt übers Training. Wenn ihr anständig trainiert und uns da überzeugt, oder mich, den Herrn Trainer, dann spielt er auch. Okay, Weiß hat sich eine dumme Verletzung zugezogen. Und die Gefühlslage von Egner hat zu Fehlern geführt. Okay, das ist natürlich schlecht. Ja, ja, klar. Schwache Hertha würde das heißen. Nicht schwacher Hertha. Aber jetzt, das müsste doch hier eigentlich auch... Denkste. Der HSV ist vor uns. Die haben uns ja damals bezwungen. Die haben halt alle gewonnen hier hinten. Okay, aber wir haben sicher den Abstand hier auf einen direkten Abstiegsplatz nämlich nochmal verlängert um 8 Punkte, beziehungsweise auf 8 Punkte. Ja, nach oben müssen wir nicht gucken. Oder wie geht's in Dortmund? Die haben verloren. Okay, aber Schalke auch. Dann ziehen die, oh ja, guck mal, 37, 35, 34, 32, 30, 30. Selbst der Sechste hat noch eine Chance auf den Meistertitel. Gut, wir fahren fort. Jetzt dachte ich schon, dass er unser Vorstand, der uns mitteilt, dass wir den Verein los sind. Uiuiui. Ah, ist wieder ein bisschen raufgegangen. Sauber. Hat auch wieder ein bisschen Geld gegeben. Auch gut. Ich hätte gerne eine Fertigungskarte. Oder gleich zwei. Tackling und Seite hinzufügen. Rechts. Das habe ich auch noch gelernt. Oh, die Ziele. Ja, ein so ein Dingens. Das müsste aber auch Karten geben. Jawohl. Oh, noch eine Kabinenansprache. Sehr nett. Und da haben wir wieder Scouten. Und das hier. Das heißt, wir scouten ganz schnell. Wir scouten den mal. So, wo war das gleich nochmal? Irgendwo hinzufügen. Zack, bestens. Dann haben wir hier noch was. Dan hat nur noch einen Vertrag. Über 10 Spiele. Boss, ich kann keine fertig können, solange mein Sternwert nicht erhöht wird. Ja, lieber Herr Trainer. Würden wir ja gern. Die Frage ist wie. 45. Stöbern. Irgendwie hieß es noch in den Kommentaren, dass. Oh, hier ein Jugend. Also ein Silbertrainer. Tatsächlich. Das habt ihr in die Kommentare geschrieben, nämlich dass wir da einen Silbrigen haben. Kann ich dem den Vertrag anbieten? Oder lass mich mal schnell gucken. Wen haben wir denn hier? Nachwuchs 49. Wir müssten den Hals killen. Können wir nicht. Naja gut. Ich würde sagen, das gucken wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. 0-0 gegen Dortmund. Hurra. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.